Vielleicht können wir mit dem Haken diese Höhle erklimmen. Das wäre ja mal ganz toll, wenn das irgendwie mal... Ach, jetzt ist auch hinten auf der Karte Sordids Turm mit gewesen. Das wäre ja ganz spitze, wenn jetzt irgendwas mal hier klappen würde mit diesen blöden Felsen da oben. So, wo haben wir den Haken? Da. Benutze Haken mit Felsen. Ja! 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 Ah, Simon, danke! Endlich! Das heißt, wir kommen vorwärts. Wenn das alles so klappt, wie ich mir das denke, kommen wir vorwärts. Bis zu Sordids Turm hinauf. Okay. Mensch, das läuft ja spitze. Okay, wir sind auf der Drachenhöhle und haben hier irgendwo das... Hier müsste das doch sein, oder? Ah, hier, Loch. Können wir jetzt vielleicht... Ich hatte ja schon mal gesagt, dass ich das schwachsinnig finde mit dem Magneten und dem Gold, aber... Vielleicht ist es ja tatsächlich so und wir konnten es bloß nicht von der Höhle aus machen, sondern von... Nein, ernsthaft. Das ist verrückt. Jeder weiß, dass Gold nicht magnetisch ist. Okay, gut. Gefällt mir. Schön. Gut, dass sie auch selbst darauf hinweisen. Okay, da war offenbar tatsächlich was dran. Haben wir jetzt noch irgendwie... Ne, wir haben das gleich hier mit auf dem Haufen. Was haben wir denn jetzt? 25 Goldstücke. Nein. Nein, das ist nicht dein... Mach nochmal. Ach gut, er macht's nochmal. Ach, spitze. Der macht so lange weiter, wie ich will, offenbar. Oder bis wir 30 haben. Gut, ich dachte jetzt schon. 25. Muss wohl spinnen. So, lass nochmal ein bisschen Gold dran sein, bitte. Gut. Hätte auch sein können, dass er jetzt sagt, nö, da war nichts mehr. Oder irgendwas. Keine Ahnung. Okay, Quatsch, nicht benutze, schau an. 33 Goldstücke. Jawohl, das ist doch schön. Können wir es nochmal machen? Wir können uns ja mal reich machen. Bringt zwar nichts, aber gut. Wir sind ein bisschen in Schatzgräberstimmung. Man weiß ja nie, wofür man das Gold noch gebrauchen kann. Keine Ahnung. Vielleicht brauchen wir es auch gar nicht, weiß ich nicht. Aber erstmal haben ist doch gut. Dann können wir ein bisschen protzen mit unserem Geld. Schön, nochmal 7 dazu, sind wir jetzt bei 40 sozusagen. Nehme ich mal so an. Nicht wahr? 41 Goldstücke. 41, okay. Ach, 8 holt er jedes Mal raus. Sorry, wenn das jetzt langweilig ist, aber ich finde es gerade unterhaltsam, an Geld zu kommen, auf so eine simple Art und Weise. Das heißt, eigentlich ist es total sinnlos, diesen Edelstein zu verkaufen, wenn man hier an unendlich viel Geld rankommen kann. Und so wie es aussieht, kommen wir hier auch... Ach. Alles klar, wir brauchen also tatsächlich doch den Edelstein. Das war nicht viel für einen Drachenhort. Wir brauchen also tatsächlich den Edelstein, um den zu verkaufen, um alles zu kriegen. Aber mit dem Drachengold können wir jetzt... ohne das Drachengold kommen wir halt auch nicht aus. Okay. Also man muss im Laufe des Spiels tatsächlich beides machen, um an Geld zu kommen. Hier ist doch noch ein Haufen. Bist du denn blöd? Na gut, egal, wir brauchen es nicht. Wir gehen jetzt ins Dorf und werden endlich zum Zauberer. Am Shop vorbei, der interessiert uns jetzt gar nicht mehr. Hin in den betrunkenen Druiden. So, ab mit dir. Apropos Druide, den müssen wir auch noch finden. Ich nehme ja mal an, dass er irgendwo im Wald rumkriechen wird. Aber ich meine, irgendwo im Wald ist... Ja, naja... Gibt ja bloß zwei Waldbildschirme, ne? Wo Kalypso sein könnte. So. Ja, seltsam, dass er nicht zu Hause... Ich habe euer Geld, Jungs. Wo sind die Münzen? Ach, warte. Richtig. Haben da. Wir die... Hier sind sie. 30 Goldstücke in unmarkierten Münzen. Endlich. Kann ich jetzt ein Zauberer werden? Nun, ich nehme es an. Kraft meines Amtes ernenne ich dich zum Zauberer. Das war's? Ja. Keine Zeremonie? Nein. Keine jubelnde Menge, Konfetti, wilde Orgien, Plakate und auch keine Eiscreme? Normalerweise nicht. Na gut. Du erhältst ein Jungzauberer-Startpaket. Ja, super. Ein Startpaket? Ja, es enthält auch viele schöne Süßigkeiten. Du bekommst einen Stab. Ja. Ein Biscuit-Mitgliedsplakette?
Eine Whiskit-Feder. Whiskit-Notizpapier. Den Whiskit-Superstartbausatz. Eine Mitgliedskarte. Eine Ausgabe des Whiskit-Magazins jedes Vierteljahr. Und viele andere wundervolle Dinge. Und das alles in dieser kostenlosen Whiskit-Tasche. Vielen Dank. Ich denke... Bist du jetzt glücklich? Beantwortet mir nur ein paar Fragen. Okay. Wer ist Sordid? Er war einst ein mächtiger Zauberer unseres Kreises. Er wurde ausgeschlossen, weil er einige Regeln brach. Gut, haben wir jetzt also mal ein bisschen eine Aufklärungsstunde, weil die Zauberer endlich mit uns reden. Schließlich sind wir jetzt einer von ihnen. Welche Regeln hat er gebrochen? Die meisten zu dieser oder jener Zeit. Ich erinnere mich noch an den Ausruf, als er Regel 137 brach. Was besagt die Regel 137? Es ist besser, wenn du es nicht weißt. Wir haben nie herausgefunden, woher er die Hühnchen genommen hat. Verstehst du? Nein, verstehe ich nicht. Denkt ihr, dass er sich hier herumtreibt? Er treibt sich wohl hier irgendwo herum. Ich bin froh, dass wir jetzt den Stab besitzen und hier heraus können. Wie mächtig ist mächtig? Sehr mächtig. Großartig. Moment mal, Sie sind froh, dass Sie den Stab haben und jetzt endlich hier die blöden Schweine haben mich den Stab suchen lassen, damit Sie sich von ihr wegteleportieren lassen können oder irgendwas? Keine weiteren Fragen. Das sind ein paar faule Hunde, das gibt's zwei nicht. Haus, zwei Pumps, ich geh erstmal nebenan, damit die mich hier nicht voll quatschen. Von dem Sulfat. So, wir können ja nochmal mit den Walküren quatschen, immerhin wissen wir ja jetzt, wo Sordids Turm ist. Vielleicht wollen die das ja wissen, ich weiß es nicht. Könnte ja sein. Walküren! Ich habe da noch ein paar Fragen. Schieß los. Nein, schade. Verdammt, ich hab's vergessen. Wir raten dir, uns eine gute Wertung zu geben. Sonst... Puh, hier drin ist es verdammt heiß. Ja, genau, okay. Dann öffnen wir mal das Whiskit-Mäppchen. Das ist mein Whiskit-Club-Mäppchen. Max, mit nutzlosem Zeug. Ich wollte gerade sagen, magst du es vielleicht öffnen? Ich will diesen ganzen Schrott nicht freilassen. Wieso nicht? Vielleicht ist es nützlich, wer weiß. Okay, was können wir jetzt tun? Jetzt habe ich endlich mein Zauberbuch wieder. Ich weiß nicht, ich gehe jetzt einfach mal zur Hexe. Wir sind jetzt Zauberer und uns wurde gesagt, dass wir erst zaubern können, wenn wir das Zauberbuch haben und Zauberer sind. Deswegen gehe ich jetzt mal zu der Hexe und ich hoffe, das klappt irgendwie. So. Wozu haben wir eigentlich diesen Keil mit einstecken in unserem Inventar? Wir haben so viel unnützes Zeug, das ist unglaublich. Hexi! Ja! Willst du ein Zauberer-Duell? Oh ja, bitte! Okay, ich bin dabei! Richtig! Ich bestimme die Regeln! Erstens, kein Gemüse oder Gestein, nur Tiere! Was? Zweitens, keine Drachen! Was? Drittens, keine Mogeleien! Noch Fragen? Was muss ich genau machen? Kennst du keine Zaubersprüche? Natürlich kann ich! Dann wirst du es bald kapieren! Was? Wie jetzt? Fertig! Aha, okay. Ich mache mir langsam so meine Gedanken über die ganze Sache. Zu spät! Juhu! Zauberbuch, jawoll! Es geht! Und wie geht das jetzt? Ach, unsere Sprüche! Natürlich, Würstchen! Ich habe nichts zu verlieren. Würstchen! Unentschieden! Was? Was bin ich? Okay, probieren wir mal was anderes aus. Fokus, Fokus! Es steht 1-0 für dich! Juhu! Wow. Ich verstehe das Spiel nicht. Ganz ehrlich, ich verstehe es nicht. Siegensalabim! Unentschieden! Okay. Abracadabra! Wow! Es steht 1-1! Nein!
Okay, wir haben also verschiedene Daseinsformen, die offenbar für die einzelnen Zaubersprüche stehen. Wir haben eine Schlange, einen Hund, eine Katze und eine Maus. Okay. Unentschieden! Ja! Es steht 2 zu 1 für dich! Wow! Hab ich jetzt gewonnen? Nee, verdammt. Wie viele Punkte muss ich denn machen? Ja! Ich bin gut. Es steht 3 zu 1 für dich. Wow! Gut gemacht! Heißt das, ich gewinne? So ungefähr. Nun weißt du, ich habe gewonnen. Ich nehme dann schnell meinen Preis und verschwinde. Sehr schön. Steck ihn ein. Jawohl. Was? Betrügerin! Du Moglerin, du! Nun, wer hat gewonnen? Keine Drachen? Habe ich gesagt, keine Drachen? Ja. Ich glaube, das hattest du erwähnt. Ich gebe dir die Chance, dich zu verteidigen. Sonst wäre das nicht gerade fair. Ja, so viel zum Thema Fairness. Genau. Scheiße, was machen wir? Wir haben mit den Viechern keine Chance, die wir haben. Ich würde ja gern flüchten. Das Blöde ist, dieses fette, ranzige Tier blockiert mit seinem fetten Arsch die Tür. Aber wir haben hier hinten... Ist das anwählbar? Moment, was war denn die Maus? Ich glaube, Abracadabra, oder? Ja! Jawohl! Ja! Das muss mein Glückstag sein. Außer, dass ich eine schreckliche Sehnsucht nach Käse habe. Ach, gut. Wir haben es geschafft, der Hexe zu entkommen und... Hilfe! Ich stecke jemand fest! Wir haben es geschafft, der Hexe zu... Wenn ich dich zu fassen kriege... Lass mich aber quatschen, du fetter Drache. Ich weiß nicht, wie man sich zurückverwandelt. Tja, selbst schuld, würde ich sagen. Eigene Blödheit. Wir haben es geschafft, den Besen von der Hexe zu erlangen. Ja, ich latsch mal hier so ein bisschen durch den Wald, weil ich hoffe, irgendwo den Druiden zu finden. Keine Ahnung, wo der rumlungert. Wir haben es geschafft, den Besen von der Hexe zu erlangen. Das heißt, wir können jetzt zur Sordets Festung und durch die Gegend fliegen. Am Ende ist der Druide nirgendwo, das wäre ja auch der Hammer. Aber ich erinnere mich noch dran, die Eule hat gesagt, der Druide kann einen Trank herstellen, mit dem wir uns schmal machen können oder irgendwie sowas in der Art. So, der Troubadour sitzt hier. Wie lange muss ich noch warten? Ich muss es nur noch zusammenbauen. Der sitzt immer noch, der Troubadour. Ich gehe jetzt bloß mal hier kurz ein Stück ab und werde dann mal mich in die andere Ecke beamen und von da aus weitergehen. Einfach mal, weil ich vermute, dass es eher weiter hinten sein wird. Aber wenn ich jetzt schon mal hier bin, dann kann ich ja auch mal gucken. Ne, hier drüben kommt bloß noch die Eule. Okay, dann würde ich sagen, ich gehe noch mal kurz nach hier oben. Und ich will das jetzt noch kurz machen, bevor ich zur Sordets Festung gehe. Damit wir dann nicht ständig zurückkehren müssen. Oder war hier die Eule? Ich weiß es gar nicht mehr. Auch egal. Okay, vielleicht dort, wo der Dorfdepp war. Das war so eine Karte, die sah irgendwie mit dieser Pfütze, das sah so aus, als ob man da irgendwas noch mitmachen muss. Bisher hat sich das ja nicht bewahrheitet, aber vielleicht badet ja jetzt der Druide drin rum. Okay, beim Steintisch ist er auch nicht. Jetzt habe ich endlich mein Zauberbuch wieder. Yay, wunderbar. Das ist mein Whisket-Club-Mäppchen. Voll mit nutzlosem der Besen, den ich der alten Hexe weggeschnappt habe. Okay, wie gesagt, ich gehe mal noch tiefer in den Wald rein, um mal dort zu gucken. Warte mal, wo war denn der Dorfdepp? Weiß das noch jemand? War das bei Kreuzungen? Geh mal wieder hoch. Ah, verdammt, hier ist keiner. Tja, dann können wir uns auf eine fröhliche Spaziererei gefasst machen. Der Druide muss irgendwo sein, weil er uns einen Trank machen muss. Und ich nehme an, diesen Trank werden wir bei Sordet brauchen irgendwo. Das heißt, wir müssen so oder so den Druiden suchen, egal ob wir das jetzt machen oder dann später. Und ehrlich gesagt mache ich es dann lieber jetzt als später, damit wir dann Sordets Festung komplett machen können. Ich glaube, ich laufe hier nur sinnlos im Kreis gerade, oder? Kann das sein?
Druide, wo bist du? Am Ende steht er irgendwo in der Stadt rum oder hat irgendwie sich beim betrunkenen Druiden eingenistet. Immerhin ist er ja auch ein Druide und wenn er was trinkt, ist er dann auch ein betrunkener Druide. Mensch. Ja, das dachte ich mir schon. Bei Gollum unten wird er auch nicht sein. Geh noch mal zum Zentrum des Waldes. Was war hier drüben? Da war Henry Jones Loch, genau. Da oben war die Gobbo-Festung, da geht's bloß zum Sumpf. Da erwarte ich den ehrlich gesagt nicht unbedingt. Okay. Hier sieht's doch auch schön natürlich aus. Hab keine Ahnung. Ach doch, hier kommen wir zum Axttypen hier, zum Holzfäller, ne? Genau. Aber hier drüben war dann, glaube ich, bloß noch der Wasserfall, also wird er hier wohl auch nicht sein. Genau, verdammt. Okay, lass noch mal zur Eule gehen. Tut mir leid, wenn das jetzt langweilig ist, aber irgendwo muss der Kerl sein. Nee, das ist ja genau. Hier kommt die Eule. Das hier waren wir ja vorhin schon. Das heißt, ich gehe mal nach links weiter. Wo ist der Kerl? Der muss irgendwo sein. Wieder einmal Wald und fröhliche Natur. Juhu! Okay. Vielleicht hier drüben. Nein, natürlich nicht. Ach, Mann. Da kommen wir bloß da raus. Okay, geh nochmal zurück. Wo war ich denn jetzt noch nicht? Eigentlich habe ich doch jetzt ziemlich alle Ecken im Wald schon mal abgegrast, oder? Jetzt komme ich da raus. Gehen wir hier oben lang. Hier drüben geht es ja zum Dingens, zum Troubadour, glaube ich, ne? Hier, ach, hier ist bloß das Loch, verdammt. Tja, das ist irgendwie ein bisschen blöd jetzt gerade. Ich habe keine Ahnung.